Das hat ja jetzt für ziemlich viel Unruhe gesorgt, der Brief von 300 Professoren und Doktorinnen der Universität nach dem Motto, sowas darf nicht sein. Aber fällt das nicht unter den Begriff der Meinungsfreiheit? Wollte ich gerade sagen. Also wir leben in Deutschland, wir dürfen immer noch sagen, was wir meinen. Und ich stimme dem Kollegen komplett zu, dass es einfach momentan eine schwierige Gemengelage ist, die viele Leute vielleicht auch nicht richtig nachvollziehen können, dass man Israels Politik kritisieren darf, ohne gleich Antisemit zu sein. Na, das ist ziemlich wichtig. From the river to the sea steht auch in der Likud-Partei in dem Gründungsdokument drin. Na, es sind so viele verschiedene Dinge. Nur, dass damit gemeint ist, der jüdische Staat. Genau, nur eben der jüdische Staat. Genau, deswegen ist es natürlich so ein bisschen fraglich, wie man mit dem Ganzen umgeht. Und ich sehe da kein Problem damit, wenn sich Professoren, wenn Professoren ihre Meinung kundtun und einfach sagen, man sollte dem Ganzen mal einfach ein bisschen Raum geben und Platz geben. Weil einengen hilft da auch nichts in der ganzen Debatte.